Willkommen zum letzten Part Mario 3D World hier in Weltkrone. Schön, dass auch du wieder eingeschaltet hast. Und nachdem wir im letzten Part das Toadhaus sowie das Rätselhaus abgeschlossen haben, ja, das waren einige Sterne, geht's heute um das finale Level in der Mitte, nämlich der Weg der Champions. Ich habe lange überlegt, mit wem ich spielen soll und mit was. Schlussendlich kam ich auf den Gedanken mit Mario, weil er einfach auf dem Cover von dem Spiel ganz vorne groß drauf abgedruckt ist und weil es Mario und nicht Luigi oder Toad 3D World heißt. Und dann habe ich mir das letzte Level von Mario 3D Land angeschaut, also dem Vorgänger auf dem 3DS. Und da hat man den Tanuki gebraucht und ich denke mal, Tanuki ist eigentlich in keiner Weise irgendwo hinderlich. Und von daher nehmen wir den Tanuki bei Weltkrone, Krone, der Weg der Champions. Und gleich zu Anfang springen uns Super Mario Galaxy 2 Gegner sowie die Musik von Mario Galaxy 2 ins Auge und ins Ohr. Und das finde ich schon mal relativ gut, weil das Spiel will damit wahrscheinlich ausdrücken, das wird so schwer wie Super Mario Galaxy 2, der letzte Stern. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann... ja, Horror. Also es wird auch mal sein, sage ich mal so. Ich gebe es ganz offen und ehrlich zu, ich habe es nicht geschafft. Also ich nehme das hier gerade nicht das erste Mal auf, weil ich halt ganz einfach nicht geschafft habe. Und ja... ja, toll. Jetzt wären wir eben zum Beispiel schon das erste Mal gestorben. Und ja, das ist halt immer relativ blöd, sag ich mal so. Und ich werde jetzt mit einem ganz einfachen Trick, sag ich mal, mir meinen Tanuki wiederholen. Es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich so auf so ein lames Verfahren zurückgreifen muss, aber sagen wir es mal so, es ist immer extrem beschissen, sich noch einen Tanuki zu holen. Weil, tja, Tanukis liegen halt nicht einfach auf der Straße rum, so wie in Mario 3D Land. Und von daher bitte verzeiht mir, wenn ich da, ja, ein klein wenig cheate. Wie schon erwähnt, ich habe das Level auch schon mal gespielt, allerdings noch nie geschafft, sonst würdet ihr wahrscheinlich dieses Video hier nicht sehen. Und deswegen, es hat immer, sag ich mal, nach dem dritten Mal failen und dann nochmal Tanuki holen und alles, war es dann halt doch schon etwas sehr frustrierend und deswegen habe ich mir dann halt gedacht, ja, verschiebst es auf morgen, verschiebst es auf morgen. Ja, gut. So, jetzt haben wir uns eingespielt für den Tag. Jetzt dürfen keine Fails mehr passieren. Und werden ja auch nicht. Um immer den hier schön dran hindern zu schießen. Ja, dadurch, dass ich, sage ich mal, das Spiel auch schon kenne, das Level, kann ich euch auch schon einiges sagen. Und zwar das Level wurde in 8 Stages eingeteilt. Die erste Stage war relativ kurz mit den Super Mario Galaxy 2 Gegnern. Die zweite auch mit diesen Feuerbrüdern. So, jetzt die dritte hier, das ist die haben wir schon gerade gesehen. Da geht es darum halt einfach, Entschuldigung, dass man hier auf diesen Dingen nicht ausrutscht. Also, weil ja, sag ich mal, du musst da drauf immer, ja, du musst da drauf halt immer rennen, gedrückt halten, dass dir da nichts passiert. Und genau. So, die scheinen wir aber diesmal auch zu schaffen. So, okay. Wie schon gesagt, dieses Level wird krank. So, dann hier kommt die vierte Stage. Das gibt's doch nicht. Ich hab's 50 Mal geübt und jetzt schaffe ich's nicht. Ja. Ja, wie schon gesagt, es tut mir echt leid, dass ich auf dieses... naja, lame, sag ich mal, auf diese lame Methode zurückgreifen muss, aber es ist wirklich frustrierend, sich jedes Mal einen neuen Tanuki zu holen. Und deswegen ist sei mir verziehen. Genau. Ja, also bis jetzt haben wir ja erst die vierte Stage gesehen. Ihr werdet jetzt bestimmt denken, was ist denn das für ein Lappen? Der bringt ja gar nichts zusammen, aber Leute, das ist wirklich der blanke Horror. Vor allem auch diese Anspannung, du weißt, das ist das letzte Level. Du weißt, es hat wahrscheinlich eine Schwierigkeit von Mario Galaxy 2, der letzte Stern. Wer jetzt natürlich nicht Mario Galaxy 2 kennt, der wird nicht mitfühlen können, aber wer es kennt, der weiß, was ich hier gerade leide und was ich gerade durchmache. Na gut, nächster Versuch. Versuch Nummer 3. Sagen wir es mal so, wenn wir nicht gleich in den Tod fallen,
sondern nur von dem Gegner, also nur von dem Gegner getroffen werden, dann können wir auch ganz einfach aus dem Level rausgehen und müssen das Spiel nicht nochmal beenden, um unseren Technologie wieder zu... Ja, wie jetzt zum Beispiel jetzt. Ich habe es jetzt gerade nur mal so demonstriert halt, dass ihr seht, was ich meine. Und ja. Ich habe mir auch so Gedanken gemacht, es gibt insgesamt 8 Stages und wir haben gerade mal erst bis zur 4. geschafft. Und ich habe mir Gedanken gemacht, sag ich mal, bis wohin ich meine Technologie behalten will und bis wohin ich sag, ja komm, jetzt ist es eh sinnlos, jetzt kann ich auch nochmal neu starten. Und zwar habe ich mir so gedacht, ja bis zur 6. Stage will ich meinen ersten Technologie im Inventar und den hier, den ich gerade anhab, behalten. Und ja, der Rest dann halt je nach Gebrauch. So, hier jetzt etwas vorsichtig, dass ich hier nicht getroffen werde. Ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich hatte vor, das Level mit Rosalina zu spielen. Aber ja. Naja, die ist halt, sag ich mal, sie hat einen dauerhaften Tanuki an, wenn ich das mal so sagen darf, durch ihre Drehattacke, aber sie ist langsam und sie springt nicht ganz so hoch. Und deswegen, ja, habe ich mich dann doch für Mario entschieden. So, 4. Stage. Schön konzentrieren. So. Na. So, okay, jetzt haben wir's. Schön konzentrieren. Okay, der erste Grünstein. Genau, die liegen hier nämlich auch mehr oder weniger nur auf dem Weg rum. Also, wir kriegen Grünsterne dafür fürs Absolvieren der Stages und wenigstens müssen wir uns dadurch nicht noch um das kümmern. Allerdings habe ich den Stempel auch noch nicht gesehen. Ich kam ja auch noch nicht ganz durch, deswegen denke ich, der ist ganz am Ende. Nee, es gibt doch mehr als 8 Stages, aber auf jeden Fall, das hier ist jetzt die 6. Stage. Wie machen wir denn das? So. Ja, so. So, die Pflanze lasse ich doch einfach mal ruhen. Hier kann man sich auch so eine Pflanze holen, aber die hat mir mehr Unglück und Pech als irgendeinen Nutzen gebracht. Und deswegen bleibt sie draußen. So, jetzt kurz warten. Ist wirklich gerade sehr große Anspannung, aber Zeit scheint mal genug zu haben. Und ich habe das Level wirklich noch nie geschafft. Also ich habe es schon mal relativ weit geschafft, aber nie komplett. So, die 6. Stage war relativ einfach, kann man so sagen. Und jetzt kommt die 7. Ja, da müssen wir halt einfach hier hochklettern. Und jetzt müssen wir ja aufpassen, dass wir unseren Tanuki nicht verlieren, weil das wäre sehr ärgerlich. Warten. Ja, klappt, okay. So, dann das hier ist dann die Nummer 6-2. Ich denke, jetzt läuft's. Müssen wir nur schaffen, dass wir dann die letzte Stage schaffen, weil die ist wirklich nicht ohne. Ja, und es sind doch 8 Stages. Hatte ich doch richtig gezählt. So, hier müssen wir einfach nur versuchen, dem Wasserbalken zu folgen und nicht an diese Dinge ranzukommen. Also wie schon gesagt, ich habe mir gehofft, dass ich meinen Tanuki bis hierhin anbehalte und das habe ich geschafft. Von daher schon mal ein kleiner Teilerfolg. Jetzt muss man hier schnell sein, weil jetzt geht es hier oben weiter. Aber auch das haben wir geschafft, okay. Ich bin ganz guter Ding, auch wenn ich gerade extrem aufgeregt bin. Bloß nicht irgendwo... Ach, ja, das ist mir vorhin auch schon passiert im Testlauf. Tja. So, und jetzt runter. Okay. Uhu. Okay. Und das ist jetzt die letzte Stage. Werden wir es gleich schaffen? Ich hoffe einfach mal. Und ich nehme auch jetzt schon den Tanuki. Eigentlich wollte ich warten, bis ich klein bin, sage ich mal, dass er mir dann mehr bringt, aber ja. In der Stage nützt mir der Tanuki angezogen mehr als im Inventar, sagen wir es mal so. Oh je. Oh, es läuft gar nicht mal so schlecht. So. Das Dumme ist nur, jetzt müssen wir hier... Was? Der ist runtergefallen. Ach, komm schon. Na, schade. Ja. Da war dann halt die Kamera blöd. Das ist auch ein großer Minuspunkt von dem Spiel. Ich will sie einfach mal ganz dezent von mir ablenken. Das ist wirklich ein großer Minuspunkt von dem Spiel, die Kamera.
Weil ich habe jetzt wirklich, ich bin davon ausgegangen, dass da was ist, aber weil die Kamera eben nicht, sag ich mal, wie eben in anderen Spielen Monster Hunter zum Beispiel frei bewegbar ist, sondern wenn sie frei bewegbar ist, es gibt ja auch in manchen Leveln dann entweder nur durch Drehen des Gamepads oder sehr langsam, also dass du da natürlich eine halbe Stunde brauchst, ehe die wieder hinter dich gezogen ist. Und ja, so kannst du dann halt nur, sag ich mal, hoch oder runter einstellen, sag ich mal. Also Draufsicht oder ja, Vogelperspektive oder so halt von hinten. Und ja, also es gibt halt nicht freie, es gibt so, es gibt halt so, so und so und so und so. Und das ist relativ blöd. Aber ich will natürlich auch nicht davon ablenken, dass es meine Schuld war, dass wir hier versagt, oder dass ich hier versagt habe. Ja, also jetzt läuft's besser, ne? Jetzt kennt ihr alle Stages, mehr gibt's nicht, und auch wenn jetzt einige sagen, na, ist doch gar nicht so viel, doch, ist es. Das ist sehr viel. So, hier habe ich jetzt einen Trick rausgefunden. Bei meinem ersten Versuch, das aufzunehmen, sag ich mal, wo ich noch gedacht habe, das wird nicht ganz so Horror. Ja, da habe ich einfach versucht, hier immer direkt drauf zu landen, aber das hat, sag ich mal, in 5 von 20 Versuchen geklappt. Also nicht ganz so oft. Oh, scheiße. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Wie schon gesagt, wenn wir von Gegnern getroffen werden, dann ist es nicht ganz so schlimm. Weil wir dann, sag ich mal, nicht wieder gleich das ganze Spiel neu starten müssen. Wenn wir runterfallen, dann ist das ein klein wenig schlimmer. So, ich glaube, das ist die vierte oder dritte. Ne, ich glaube, das ist die dritte Stage. Vierte? Don't know. So, wenn man hier einen Tanugi verliert, das ist auch bitter. So, die hier finde ich eigentlich sogar noch am einfachsten. Zumal, weil sie am schnellsten geht. Ja, ich nehme die Blume nicht mit. Die kann zwar diese Fussis da töten, aber ganz ehrlich. Nee. Ja, oh, läuft eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da muss ich halbwegs anstellen, dann. Naja, sag ich mal, dann läuft es eigentlich auch nicht schlecht, aber. Ja, es ist halt immer so kritisch. So, fünfte, beziehungsweise. Ne, sechste Stage sind wir sogar schon. Also, es läuft doch relativ gut. So, hier jetzt einfach. Na, das ist relativ schwer, wenn man nicht alle besiegen will. Und das dauert Zeit, das Besiegen. Und man will natürlich auch kein unnötiges Risiko eingehen. Ich besiege jetzt hier die einfach die hier, die am Rand stehen. Ich meine, wir haben noch 300 Sekunden. Das reicht aus. Müsste zumindest. Das sind, glaube ich, 5 Minuten, oder? Ja, das sind 5 Minuten. Ich meine, 5 Minuten. Wir haben nur noch 2 Stages. Das müsste doch bitte ausreichen. Ja, und jetzt kann man hier schön hoch, ohne dass die uns nerven. So, und bam. Wie schon gesagt, die Stage hier habe ich gemeint, die war mit Rosalina einfach nur der Grauen, weil du es nie geschafft hast, ohne Fehler da durchzukommen. Und die ist mit Mario eben besser. Mit Luigi wäre sie vielleicht auch gar nicht mal so einfach, weil der eben so unkontrollierbar ist. Springt zwar am höchsten, aber nicht wirklich sicher. Eigentlich, runter. Ja, na gut, das war zu spät. Haben wir dann wieder hier verloren. Vielleicht werden wir sogar noch klein, aber selbst wenn. Oh du Scheiße, das habe ich jetzt ganz vergessen, dass man sich hier beeilen muss. Selbst wenn, wir haben noch einen Tanuki im Inventar, den wir dann natürlich auch wieder nehmen werden in der letzten Stage. Aber dann nicht wieder. Wenn wir nicht wieder runterfallen sollten, was ich nicht hoffe. Ja, genau. So, noch einmal bitte und weg. Gut. Das hat schon mal geklappt und jetzt die finale Stage. Komm schon, jetzt schaffen wir es. Jetzt. Skill! Ich befehle dir hiermit offiziell zu wachsen. Hat noch nie geholfen, aber warum nicht mal probieren? Bam, bam. So, hier mal kurz warten. Die kreisförmigen Dinger, die sind echt fies. Da wären mir die anderen doch lieber gewesen. So, zwei haben wir. Jetzt hier unten noch, oder? Ja, ist egal. Ja, komm schon. Ja, war's das? Ja,
Oh. Oh. Ja. Was steht denn da? Es wird bestimmt Thank You. Oh Leute, ich bin dann gerade einfach so happy, weil ich es geschafft habe. Boah. Thank you. Und dann noch zwei Ausrufezeichen. Ach, wie schön. Ist so richtig geiles Gefühl, einfach, wenn du das Level geschafft hast. Boah, mit allen drei Sternen. So, hier war ich wirklich noch nie. Die Frage ist, wo ist der Stempel? Oh, man wird hier sogar empfangen. Wie schön. Oh. Das ist egal. Geld. Und der Stempel. Juhu. Ach, das ist wirklich so geil und ich freue mich echt riesig, dass ich das geschafft habe. Und ja, also Subi, ich habe es euch ja schon mal erzählt mit diesen drei, dass man jedes Level mit jedem Charakter mal gespielt haben muss. Und deswegen nehme ich hier einfach mal Peach und hoffe, dass sie die goldene Flagge erreicht. Jo. Boah, krasser Shit. Da 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 da. Juhu, Level beendet. Ich bin so froh, das kann ich euch gar nicht sagen. Und wir erhalten das Miauzi, beziehungsweise Mario, wie er nach einer Münze krapscht und in einem Katzenanzug sitzt. Genau. Ja. Und wir haben passend eine Krone auf. Wie schön. So, nochmal gespeichert wird. Ja, Leute. Wie schon gesagt, ich habe es euch schon mal gesagt, uns fehlen jetzt hier noch genau diese... Moment. Hier, so. Diese fünf Stempel und die ist jeweils ein Charakter halt, der aus diesem Kreis da rausschaut. Also links oben ist es wahrscheinlich Peach oder Rosalina. Und da unten links ist es Toad. Keine Ahnung, wegen dem runden Kopf. Ja. So, hier goldene Flagge und alle drei Grünsterne mit Mario und Peach geschafft. Ja. Naja, mache ich vielleicht mal irgendwann mit Freunden. Auf jeden Fall gehen wir mal in das, in den Titelbildschirm. Also ich habe ja schon gesagt, ich werde dem Spiel 9,2 Punkte geben von 10 möglichen. Ja, was war schlecht, habe ich auch schon im Bowser-Kampf erläutert, aber den haben ja viele nicht gesehen. Die Kamera und teilweise zu kurze Level, aber die Kamera gibt minus 0,5 und die kurzen Level minus 0,3. Und damit kommen wir auf... genau, 9,2. Kurzer Blackout. Ja, genau, 9,2 Punkte. Ich denke mal, ganz verdient. Eine eindeutige Kaufempfehlung meinerseits. Holt euch das Spiel, das ist wirklich geil. Vor allem, man hat unzählige Details. Die Blumen haben, sag ich mal, mitgetanzt, wenn die Zielflagge aktiviert wurde. Es gab unzählige Pixel-Luigis, die immer mal hier und dort erschienen sind als Easter Egg. Oder guckt auch mal hier auf die Blumen, zum Beispiel unter der Glocken, unter dem Glockenbaum. Die tanzen genau im Takt mit und das, oder hier wo Mario gerade links rausgeht, das ist das, was Details ausmacht. Und das ist bei diesem Spiel unglaublich gut gelungen. Und ich finde, es wird sehr schwer, dieses Spiel nochmal zu toppen. Ich bin ja mal gespannt, was sie da noch sich so einfallen lassen. Dieses Spiel ist schon echt nah an der Perfektion. Wie schon gesagt, wir haben jetzt hier leider nur 4 Sterne. Verlorene Versuche. Fast 1060, ja, läuft. Ihr seht schon, ich habe mir mal meine Datei kopiert, die brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. So. Datei wurde gelöscht, okay. Ja. In dem Bonuspart werdet ihr dann sehen, wie ich alle Stempel und alle 5 glitzernden Sterne hoffentlich habe. Ja, ich bedanke mich natürlich erstmal wie immer fürs Zuschauen. Das war der vorerst letzte Part, vielleicht auch der komplett letzte Part. Lasst euch überraschen. Euer Gamefruit. Noch ein kurzer kurzes Nachwort. Das ist ja so, sag ich mal, das erste richtig große abgeschlossene Projekt hier auf meinem Kanal. Und die erste Perle, die erste Videospielperle auf meinem Kanal. Und deswegen möchte ich mich bei allen bedanken, die mich da immer mit Daumen hoch, mit Kommentaren unterstützt haben. Ihr seid echt super. Das war's jetzt aber. Tschüss.